Hallo, willkommen beim 1000-Bäcker-Report. Heute zu dem Thema Investieren in Ereignisketten und Goldaktien. Disclaimer. Das sogenannte Investieren in Ereignisketten, um das machen zu können, ist es ratsam, sich die sogenannte Dow-Gold-Ratio einmal anzuschauen. Also das ist das Verhältnis des Dow Jones, in dem Fall hier über 200 Jahre, was Sie sehen, und Gold. Und es ist einfach interessant zu sehen, dass da, sage ich mal, bis zum Goldstandard eigentlich eine kontinuierliche Aufwärtsbewegung über die letzten 100 Jahre haben. Und seitdem der Goldstandard weg ist, ja, kommen wir im Grunde genommen bewertungstechnisch nicht von der Stelle. Es sind enorme Ausschläge nach oben, also im Verhältnis zu Gold und nach unten zu sehen. Und das Ganze ist natürlich in der realen Wirtschaft mit vielen Krisen etc. verbunden, Weltkriege, sonst was. Also durchaus führt die Wegnahme des Goldstandards einfach, wenn das man so jahrelang betrachtet, zu viel hin und her, zu viel Crash, zu viel radikalen Anstiegen etc. Insider, die das Spiel beherrschen, können natürlich in solch einer Umgebung wirklich extra Profite einfahren. Leute, die das nicht so machen, also was 99% der Bevölkerung ist, ist es eher schwierig. Enden allen diese Ereignisse oftmals mit kompletten Vermögensverlust, wie vielleicht auch in Zukunft. Um das mal sich zu verdeutlichen, sollte man sich bewusst machen, im Jahr 2000 musste man 44 Unzen Gold hinlegen, um einen Dow zu kaufen. Ja, also Aktien, das war am Höhe des Internetbooms vor dem Absturz. Der Dow war ungeheuer überbewertet und Gold dementsprechend unterbewertet. Ganz klar ein Extrempunkt, wie Sie hier auch sehen. Nun ist es so, seit diesem Zeitpunkt sinkt diese Ratio. Also normale Aktien werden fundamental weniger wert, wenn sie weiter nominal steigen. Das wird meist auch nicht beobachtet, dass tatsächlich Gold, auch wenn es jetzt die letzten Jahre stagniert hat, insgesamt besser ist als Standardaktien seit dem Jahr 2000. Allerdings ist seit dem Jahr 2000 schon eine ziemliche Zeit vergangen. Wir sind jetzt auf 19,7 Unzen. Und wir waren auch schon mal auf 7 Unzen. Das war während des letzten Zwischengoldbooms 2011. Und das wäre eigentlich ein Zeichen gewesen. Aha, 7 Unzen unter 10 Gold. Nun ist vielleicht Gold auch teilweise überbewertet. Jetzt im Nachhinein wissen wir das. Das hätte als Indikator dienen können, dass wir zum Beispiel einen Teil der Goldgewinne oder wie auch immer damals hätte man zum Beispiel auch in Aktien investieren können, die man zum Beispiel jetzt wieder reinvestieren könnte. Worauf ich hinaus will, wir haben jetzt 19,7. Sie müssen einfach darauf achten, wenn wir wieder in diese Zone kommen. Unter 10 Unzen Gold für einen Dow Jones werden Aktien wieder relativ günstig. Auch wenn viele natürlich sagen, das Ziel der Abwertung ist eine Unze Gold. Aber Sie haben es ja gesehen, 2011 ist es wieder abgesprungen in die Gegenrichtung, es ging auf 19 um. Es läuft eben nicht linear. Also, um zum Beispiel teilweise aus dem Goldsegment auszusteigen, macht es Sinn, diese Ratio zu beobachten. Und wenn wir vermutlich, ja, wird der nächste Stoß Richtung 5 Unzen Gold gehen, kann man schlecht sagen. Aber wenn wir, sage ich mal, im einstelligen Bereich sind, im niedrigen einstelligen Bereich, kann man teilweise die Assetklasse Gold auch verlaufen. Nur das als Indikator. Der Extremwert, der Pivotwert, also genau das Gegenteil von diesen 44 Unzen,
dürfte dann hier unten liegen, bei circa eine Unze. Einige Statisten glauben, es geht noch tiefer. Und das könnte dann zum Beispiel bedeuten 8.000 Punkte bei dem Dow und 8.000 Dollar bei Gold. So könnte es aussehen. Wichtig für Sie zu wissen, wenn diese Ratio wieder einstellig ist, sollte man auch nach gewissen Alternativen zu Gold suchen. Auch wie gesagt, wenn es zu diesen extremen Entwertungen noch kommen kann. Ja, so viel dazu. Ja, investieren in Ereignisketten und Goldaktien. Die Frage ist im Grunde genommen, welche Ereignisse liegen jetzt vor uns? Also sicherlich ein Ereignis ist, es wird irgendwann wieder zu einer Silbermania analog 1979, 1980 kommen, wo Silber innerhalb weniger Monate von 5 Dollar auf 50 Dollar gestiegen ist. Das wäre heute ungefähr 500 Dollar Kaufkraft. Also dieses Ereignis könnte vorliegen, dass es irgendwann, früher oder später, wir wissen es nicht, rechnen Sie damit, dass eine Silberunze irgendwo einen Maximalwert von circa 500 Dollar annehmen könnte. Das liegt also in der Zukunft. Wir wissen natürlich nicht genau, wann und in welcher Reihenfolge. Ein anderes Ereignis ist, beziehungsweise das hängt damit zusammen mit dem ersten, der Dow und Immobilien werden gegenüber Gold und Silber drastisch abwerten. Ist klar, wenn alle Energie ins Gold und Silber fliegt, also eine richtige Mania entsteht, geht die gesamte Energie wie bei Ebbe und Flut in den anderen Sektor. Dann ist wirklich Flut im Gold-Silber-Sektor. Jeder will es um jeden Preis haben und Ebbe bei den normalen Aktien, aber auch eben bei den Häusern. Und das führt dann vielleicht zu diesem Extremszenario. Ein Dow ist eine Unze Gold und eben ein Haus, wie es 1980 war. Mike Maloney sagt das auch, hat es herausgefunden, konnte man für 500, sage und schreibe 500 Unzen Silber ein Haus kaufen. Das sind 16 Kilogramm Silber. Also die sollte man auf alle Fälle immer dabei haben. Oder sollte man überhaupt haben. Aber das sind auch, wie gesagt, Extremwerte. Da könnte es angenehm. Also rechnen Sie damit, dass die normalen Aktienmärkte, was auch immer davon übrig bleibt, beziehungsweise sehr billig werden, beziehungsweise auch ein Haus für ein paar Kilogramm Silber unter Umständen zu haben ist. Das ist also mit diesem Ereignis der Silber- und Goldmania verbunden. Ja, und ein anderes Ereignis, das irgendwann in der Zukunft liegt, ist eben nach der Gold- und Silbermania dürften Gold und Silber auch wieder stark korrigieren, auch wenn es eine Währung wird. Also wenn Gold und Silber als Währung wieder reinstituiert wird, weil dieser enorme Drang nach Gold und Silber, die Leute kaufen ja von ihrem Fiat-Geld, von allen möglichen Vermögenswerten, Gold und Silber um jeden Preis. Das werden absurde Höhen. Das wird früher oder später auch mit einem Gold- und Silbersystem korrigieren. 1980 ist dann Silber auch wieder gefallen von 50 Dollar, dann auch wieder Richtung 10 erst und dann langsam noch tiefer 5. Ich glaube, 3 hat es dann auch irgendwann mehr erreicht. Das dürfen Sie nicht vergessen. Alles hat seine Zeit. Der Aktienmarkt und der Immobilienmarkt werden sich dann erholen. Eine neue technologische Revolution, analog wie im Software- und IT-Sektor ab 1980 könnte erfolgen. Diesmal ist es vielleicht Nanotechnologie, Raumfahrt, Biotechnologie, also fortgeschrittene, alle möglichen Anwendungen, wie auch immer. Aber es wird sicherlich irgendwann wieder eine Zukunftswelle gehen, eine enorme inflationsfreie Wachstumswelle, wie ähnlich zwischen 1980 und 2000 auch. So. Jetzt ist die Frage, wie hätte man damals optimal investiert? Und da muss ich wieder dieses Beispiel mit diesen Goldaktien, mit diesen enormen Bewertungen hier anzeigen. Dort sind eben die Aktien nur das teilweise Goldaktien und teilweise um das 200, 300, fast 400-fache gestiegen.
Eine enorme Wertentwicklung, die natürlich nicht nachhaltig ist. A, gibt es diese Aktien nicht mehr. B, implodieren sie dann mit den sinkenden Gold- und Silberpreisen auch. Trotzdem kam es zu diesen Anstiegen. Wenn wir es damals nun irgendwie geschafft haben, zu irgendeinem Ausverkaufsdatum bei Goldaktien, der Situation, die analog jetzt ist, Geld zu streuen in diesen Typus von Aktien, einfach zu streuen, gute nachzukaufen, soweit es möglich ist, so dass potenzielle Enttäuschungen bei Goldaktien nicht so groß ins Gewicht fallen. Und ich glaube, in einem Goldaktienboom sagt man, dass im Grunde genommen, im Englischen sagt man, dass die if the wind blows hard enough, even the turkeys fly. Also wenn der Wind nur stark genug bläst, fliegen sogar auch die Truthähne. Gut, nun wollen wir nicht in schlechte Aktien bzw. Truthähne investieren, sondern wirklich in absolute Überflieger, das ist ganz klar. Die versuchen wir zu identifizieren, soweit es möglich ist. Und wenn Sie einige Überflieger wie diesen Typus damals jetzt dabei haben, könnte man vielleicht auch eine ähnliche Performance erzielen. Also damals wäre es eben so gewesen, hätte man das irgendwo zwischen 1976, das ist eine Zeit, die man vielleicht vergleichen kann, bis 1980 Goldaktien gemacht und dann am Höhe des Börsenbuchs ein klares Konzept für den Umstieg in die neue Investmentklasse gehabt hätte. Also, wenn alle um jeden Preis Goldaktien, Gold und Silber und so weiter wollen, um jeden Preis alles hingehen, dann ist Apple bei Technologie und Börsen und so weiter und auch Häusern. Das ist der Zeitpunkt einzusteigen. Auch im Vertrauen darauf, dass irgendwie dann die Inflationsprobleme gelöst werden. Viele Leute haben viel verloren, aber so ist das. Aber das macht dann den Weg frei für eine neue Technologie-Boom möglicherweise. Und bezeichnerweise zum Beispiel Unternehmen wie Microsoft, aber auch andere wie Oracle, Apple etc. Stiegen hier, das ist natürlich ein extremer Fall, stieg von 1986 bis 2000 das 700-fache, aber auch eben einfach gute Fonds wär eine gute Idee gewesen. Berkshire Hathaway von Warren Buffett stieg in den 20 Jahren von 1980 bis jemals 2000 um das 200-fache. Ja, und auch der älteste deutsche Fonds, den es gibt, hätte man nur das gemacht, hätte man sein Geld seit 1980 verzehnfachen können. Ja, so hätte man damals richtig investiert. Aber wie haben dann die Leute damals investiert? Man hört ja immer noch wieder von Stories, dass die Leute eben am Höhepunkt 1980, weil Gold und Silber so hochgegangen ist, haben sie Gold und Silber gekauft. Sie haben es zu Höchstpreisen gekauft, zu dem Zeitpunkt, wo man es hätte verkaufen müssen. So wird es auch diesmal sein. Die Leute werden zu Höchstpreisen kaufen. Aber wir dürfen dann nicht die Situation 1980 machen. Wenn wir uns diesen Höchstpreisen irgendwann nähern, müssen wir die Assetklasse wechseln. Da führt überhaupt gar kein Weg vorbei. Ja, Resultat 1971, 2000, ich habe das mal zusammengefasst. Also ich habe mal einfach mal unterstellt, wir schaffen es einfach mit Goldaktien. Hätte man sein Geld verzweihundertfacht, mit Goldaktien von 1976 bis 1980 vervierfacht und mit Silber eben verzehnfacht, 76 bis 1980. Ja, und dann einfach mal unterstellt, dass wir so im Schnitt von 1980 bis 2000 mit Top-Fonds oder Top-Aktien vielleicht einige Verfünfzigfachung gemacht hätten. Das würde dann bedeuten, hätten wir in Gold investiert, $100 an Gold, hätte sich das also vervierfacht, die Kaufkraft. Und dann hätten wir das dann reinvestiert in 50, hätten wir $20.000 im Jahr 2000 aus ursprünglich $100. Das für Silber gilt dasselbe, nur ist ein höherer Faktor, mal 10 mal 50, 50.000. Also von 1976 bis 1980 50.000 aus $100 wohlgemerkt. Aber mit Abstand das beste Resultat hätte man, im Nachblick natürlich ist alles leichter, hätte man mit Goldaktien gemacht. Man hätte $100 investiert. Man hätte vielleicht ein 200 Bäcker, lassen Sie es auch 50 oder 100 Bäcker machen. Jedenfalls der Hebel wäre enorm gewesen und dann reinvestiert, hätte man aus $100 langfristig 1 Million gemacht. Das spricht in jedem Fall für Goldaktien. Damals hat es funktioniert
Und wir werden gleich sehen, funktioniert das so heute auch so? Das muss man sich im Einzelfall nochmal anschauen. Also investieren in Ereignisketten. Jetzt, was ist jetzt anders? Ja, vermutlich ist das Gesamtrisiko heutzutage höher als 1980. Damals konnte der Fed-Chef Volcker die Inflation noch in den Griff kriegen. Der hat es dann teilweise auf 20% erhöht. Das wäre heute kaum denkbar. Und damit konnte der Goldpreis also eigentlich wieder auch eingefangen werden. Es begann dann, wie gesagt, die technologische Welle und der Goldfokus konnte, die Goldmania konnte eingefangen werden. Daher muss zwischen Goldaktien und normalen Aktien ein weiteres Ereignis eingeführt werden, weil wir wissen wirklich nicht genau, was passiert. Es ist zum Beispiel, kann es ja sein, dass die Börsen in so einer Krise oder der Extremsituation für eine Zeit lang ausgeschaltet werden. Das haben wir ja in der Vergangenheit auch schon mal erlebt. Und man kommt vielleicht 3 oder 6 Monate gar nicht ran und man ist dann auf Gedeih und Verderb den Akteuren ausgeliefert. Deswegen muss man meiner Meinung nach jetzt mittels des Goldaktienanstieges eben mehr Gold und Silber oder andere Sachwerte generieren, wo man selbst eine Kontrolle darüber hat. Also schauen wir uns das an. Das Ereignis 1 vermutlich von jetzt ab ist, dass wir zum Beispiel unser Geld mit guten Goldaktien ver50-fachen, bis Gold 2400 erreicht hat, beziehungsweise Silber 50, vielleicht auch weniger. Ich habe jetzt mal 50, das wäre natürlich ein Traum, wenn uns das gelingt. Aber ich habe es einfach mal unterstellt, dass sowas trifft oder einige werden wir treffen. Das Ereignis 2 ist dann, Sie kennen die generelle Aussage, dass Silber vermutlich mal irgendwann 500 Kaufkraft erreichen will. Und wenn wir dann, sage ich mal, von unseren Goldaktien gewinnen, Silber bei $50 oder wenn es dann auch noch ein bisschen korrigiert, Silber kaufen können, haben wir eben die Chance, dass wir mehr Silber haben dadurch. Das ist denkbar. Und irgendwann wird es auch wieder aufgesetzt. Irgendwann werden die Währungssysteme sich stabilisieren. Die Schuldenproblematik ist weg und Zukunftstechnologien, Zukunftsaktien oder auch ganz normale Aktien könnten sich wieder erholen. Und ich denke, bei so einem Tief ist dann solche Erholung eigentlich ein Selbstgänger. Und wir müssen einfach versuchen, von diesen Ereignissen maximal zu profitieren. Ich habe das hier unten mal zusammengefasst und hier sehen Sie, also eine Theorie, das ist reine Theorie, ne? Theoretisches Resultat ich nenne das Ereigniskette, der optimalen Ereigniskette wäre, man würde jetzt $100 investieren, ver50-facht das mit Goldaktien, verzehnfacht das Resultat mit Silber, verkauft es einen Silberhochpunkt und ist dann in der Lage, das zu reinvestieren. Und da kommt dann sage und schreibe, dieser Kaufkraftbetrag raus, 2,5 Millionen aus $100. Diese hohe Summe, Sie haben das in diesem Dow-Gold-Ratio gesehen. Also die letzten 100 Jahre, wo der Goldstandard abgeschafft wird, haben wir diese wilden Entwicklungen. Und diese hohe Summe ist im Grunde genommen ein direktes Resultat dieser wilden Entwicklung. Was Riesenverluste für den einen sind, sind Riesengewinne für den anderen. Wenn wir diese Zyklen, dieses richtig timen, ist sowas theoretisch denkbar. Nun glaube ich nicht, dass wir das ohne weiteres so treffen. Aber was ich glaube, dass wir versuchen sollten, uns dieser Ereigniskette, dieser aus meiner Sicht optimalen Ereigniskette anzunähern. Das kann sein. Verschiedene Typen von Goldaktien, aber eben auch einfach keine Goldaktien. Gold und Silber jetzt einfach, um sicher zu sein, falls es nicht klappt, falls irgendein anderes Ereignis dazwischen kommt. Aber im Grunde genommen gehen wir von höheren Goldaktienpreisen aus. Sie können mehr Silber zum Beispiel kaufen. Die Aussage Silber 500, das wird irgendwann, auch wenn es nicht lange ist, wird irgendwann eintreffen. Und es ist natürlich schwer zu verkaufen zu den Buben. Wenn alle kaufen müssen, müssen sie das eben verkaufen. Und dann natürlich in Top-Fonds, sofern es die gibt, Häuser,
beziehungsweise andere Top-Aktien zu investieren. Das versuche ich ja mit der sogenannten Exit-Strategie, diese Aktien, insofern es die dann in dieser, das ist ja sicherlich eine Krise bei diesen hohen Preisen, noch gibt, dass wir dann reinvestieren können, dass wir ein Konzept haben. Also Sie müssen einfach sehen, jedes Mal, wenn Sie $100 oder 100 € in der Hand haben, diese 100 € könnten auch langfristig 2,5 Millionen Kaufkraft in der Zukunft werden. So, dadurch, dass Sie ziemlich viele Ereignisketten dieses Typus aufsetzen kann, können Sie sich leisten, dass die meisten Ereignisketten nicht funktionieren. Sie brauchen nur wenige Ereignisketten, die funktionieren, und Sie sind ein mehr als gemachter Mann oder Frau. Das ist einfach so. So investiert natürlich keiner. Wie gesagt, die Leute werden Gold und Silber zu Höchstpreisen kaufen und werden nicht die erste Klasse wechseln. Wir müssen versuchen, genau das Gegenteil zu machen. Ja, das ist eben jetzt auch genau mit Goldaktien. Goldaktien wird im Augenblick nach wie vor kaum oder kein Potenzial zugemessen. Und wir tun das, weil wir wissen, es ist über die Gebühr niedrig bewertet. Man muss das aussetzen. Der Markt wird eines Tages wenden. Gold wird über 2000 steigen. Alles wird sich auf Goldaktien schön Mania. Dann werden auch wieder alle einsteigen. Also so müssen wir das machen. Wir müssen das irgendwie im Hinterkopf haben, dass wir so möglichst viele Ereignisketten wie möglich aufsetzen, und die Zukunft ist mehr als gesichert. Das ist auch einfach ein Grundgedanke gegenüber alle möglichen Risiko oder alle möglichen Eventualitäten abzusichern. Mit irgendeiner Ereigniskette, sage ich mal, werden Sie es schon schaffen. Das ist natürlich Arbeit, das ist natürlich Beobachtung, aber am Ende so schlimm auch nicht. Es sind im Wesentlichen diese Zyklen beobachten und dann mit den richtigen Instrumenten agieren. Ja, hier nochmal eine Aktie, Projektgenerator, also ein Top-Gold, Kupfer, High-Grade-Projektgenerator mit Fokus Alaska und Mexiko. Also die sind im Grunde genommen kaum wirklich mit nichts bewertet. Also die haben 4 Gold-Explorationsgebiete in Mexiko, noch ein Gold-Explorationsgebiet, Kupfer-Explorationsgebiet, also unglaublich viele Ressourcen, aber der Markt bewertet das nach wie vor nicht. Und das ist meiner Meinung nach die große Chance, denn den Produzenten wird früher oder später die Rohstoffe, das ist ihr Produkt ausgehen. Und das muss zu erhöhter Explorationsaktivität führen, beziehungsweise zum höheren Ansturm der Produzenten auf diese Explorer, um sich zukünftige Produktion sichern zu können, und natürlich damit zusammen die ganzen Investoren und Spekulanten. Ja, nochmal zum 1000-Becker-Report. Wir versuchen, diese Aktien zu identifizieren, zu segmentieren, ständig zu beobachten nach verschiedenen Risikostufen, sodass man einfach in mehrere dieser Aktien investieren kann, damit das Gesamtrisiko einigermaßen im Griff behält. Ja, das wird täglich beobachtet. Das wird zusammengestellt in einem nicht sichtbaren Link. Und Sie haben dann Zugriff, und diese Aktien, die dann besonders erscheinen aktuell, werden dann besonders markiert. Teilweise wird auch versucht, der Potenzialfaktor zu rechnen, also aus der Anzahl der Ressourcen. Und den Grad und den Ländern, wo sie liegt, da wird dann ein Potenzialfaktor zugerechnet, soweit das möglich ist. Dann hatte ich schon erwähnt, diese Exit-Strategie, sag ich mal, 50 klassische Aktien, aber auch Aktien mit Zukunftspotenzial oder Top-Fonds sind da drin. Einfach, dass man ein Konzept hat, wenn Gold und Goldaktien teuer sind. Nützliche Informationen auch nochmals, dann nachher auch unten im YouTube in der Anlage auch nochmal verlinkt. Mit welchem Broker kann man hier arbeiten in der Schweiz, wo die Edelmetalle einlagen, lagern. Nochmal interessante Langfristcharts zu Gold, Silber und Uran. Die verschiedenen Goldaktienindexes, GDX, GDXJ finden Sie. Den Goldaktien-Gold-Ratio. Auch Buch über Goldaktienbewertung,
Und dann nochmal Informationen, wo kauft man günstigsten Edelmetalle, weitere internationale Goldaktienseiten wie COCA, noch nochmal ein Link zu guten Statisten, die wir auch folgen, denen wir auch folgen. Ja, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.